Diese Sendung widmet Ihnen das Stadtmarketing Grieskirchen. Hallo und herzlich willkommen wieder zu den HT1 News und Vorweihnachtlichem aus den Bezirken Braunau, Ried und Schärding. Mittlerweile sind wir ja gut im Advent angekommen, haben schon erste Schneeflocken gesehen und die Advent- und Weihnachtsmärkte haben ihre Pforten geöffnet. Ich möchte Sie heute zu einer kleinen Rundreise durch das vorweihnachtliche Innviertel entführen. Sehr geschätzte Kunden und Mitarbeiter, wir von Remax Inn- und Hausruckviertel, Mattighofen, Braunau, Ried, Schärding, Grieskirchen möchten uns bei Ihnen allen sehr herzlich für die Zusammenarbeit, für die Treue im letzten Jahr bedanken und wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder mit Ihrer Treue rechnen können. Sie wissen, Remax im Innviertel erzielt für Sie den bestmöglichen Preis in der kürzesten Zeit. Und liebe Kunden, vergessen Sie nicht, beachten Sie auch unsere Knusperhaus-Aktion. Auch heuer finden Sie auf unserer www.remax.at wieder Lebkuchenhäuser zu ersteigern für einen guten Zweck. Der Gesamterlös geht an Licht ins Dunkel. Alles Gute für Weihnachten und alles Gute für 2016. Liebe Lochner und Lochnerinnen, ich wünsche hier an dieser Stelle eine friedliche und gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Geschätzte HT1-Zuseher, liebe Gemeindebevölkerung, das alte Herbergslied »Wer klopft an?« hat heuer eine ganz besondere Bedeutung. Trotz dass viele Leute in großer Sorge sind, möchte ich allen ein gemütliches und frohes Weihnachtsfest wünschen. Auch für das kommende Jahr alles Gute, viel Glück, dass die meisten eurer Ziele geschafft werden, dass ihr einen Schutzengel habt, wenn ihr ihn braucht, und vor allem viel Gesundheit. Ein frohes Fest und alles Gute für 2016. Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Geschäftspartner, werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein erfolgreiches Jahr 2015 liegt hinter uns. Wir konnten einige sehr erfolgreiche Wohnbauprojekte im Innviertel verwirklichen, wie zum Beispiel das Projekt Bertha-Prader-Weg in Ried im Innkreis, wo wir hier jetzt noch vor Weihnachten 11 Eigentumswohnungen den neuen Eigentümern übergeben können. Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück und Gesundheit im Jahr 2016. Und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Jahr 2016. Dankeschön. Liebe Kunden, liebe Kundinnen, liebe Partner, ich möchte mich auf diesem Weg bei euch für die Zusammenarbeit und Treue im vergangenen Jahr recht herzlich bedanken. Und natürlich möchte ich unsere Mitarbeiter recht herzlich bedanken und da herausheben, ohne die, wo so ein Erfolg nicht möglich wäre. Und weiterhin möchte ich es im Namen von der Firma Skoda Mautner, noch alle Geschäftspartner und Familien, noch frohe Weihnachten, erfolgreiches und gesundes Geschäftsjahr 2016 wünschen und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder sehen würden. Danke. Wir vom Wohlfühlmodehaus Mittermeier aus Wildenau, Mattighofen, Braunau und jetzt auch in Ried. Wir wollen unsere Kunden nicht nur mit unserer Mode begeistern, sondern auch etwas Ruhe und Zeit schenken. Ich persönlich wünsche allen ein frohes Herz, viel Freude, Glück und Liebe und das nicht nur zu Weihnachten. Wir möchten uns auch auf diesem Wege bei allen unseren treuen Kunden, Mitarbeiterinnen und Freunden unseres Hauses für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Und wünschen Ihnen ein friedvolles, schönes Weihnachtsfest und wie man auf gut Innviertlerisch sagt, ein recht gutes neues Jahr. Ein
Als jahrzehntelanger Mitarbeiter des ORF-Landesstudios Oberösterreich möchte ich heute nicht nur meine treuen Hörer sehr herzlich begrüßen von der Volksmusiksendung und von den Frühschuppen, sondern ganz besonders auch die Seher von HT1. Freue mich über die jahrelange gute Zusammenarbeit, hoffe, dass es so bleibt. Wünsche allen einen möglichst stressfreien, ruhigen Advent, ein frohes Fest, ein gesundes und vor allen Dingen friedvolles 2016. Weiterhin gute Zusammenarbeit und verbunden mit dem Imfittler Wunsch, bleiben wir die Alten. In Mattighofen lud man wieder zum besinnlichen Zusammensein. Der Weihnachtsmarkt lockte wie jedes Jahr groß und klein zur gemeinsamen Einstimmung in die Adventszeit. Auf die Kinder wartete aber auch noch ein ganz besonderes Highlight. Der Nikolaus stattete den Kleinen einen Besuch ab und brachte natürlich jedem braven Kind, also allen, eine Kleinigkeit. Mit jahrelanger Tradition präsentierte sich auch dieses Jahr der Mattighofener Adventmarkt wieder in weihnachtlichem Glanz. Verschiedenste Aussteller boten hier ihre in mühevoller Handarbeit gefertigten Leckereien und Kunstwerke zum Verkauf an. Ja, unser Adventmarkt hat schon Tradition eigentlich über Jahrzehnte, wird alle Jahr am ersten Adventwochenende gemacht, hier im Gelände der Landesmusikschule. Und wir haben heuer erstmals auch einen Stand dabei, der für karitative Zwecke spricht, der Unterstützungsverein Erste Hilfe ist heuer erstmals dabei, der sehr sozial ausgerichtet ist. Also es ist eigentlich für jeden was geboten. Also Uwe ist ein Verein und hat einen gemeinnützigen Zweck und wir unterstützen vor allem das Rote Kreuz, die Ortsstelle in Mattighofen, und es wird eben an ein behindertes Kind im Bezirk Mattighofen speziell gespendet. Wir haben aber auch Krankenbetten, die wir kostenlos verleihen. Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer liebt es, Kindern eine Freude zu bereiten. Deshalb ließ er es sich auch dieses Jahr nicht nehmen, wieder einmal in die Rolle des Nikolaus zu schlüpfen. Aber was gehört denn eigentlich so alles in ein traditionelles Nikolaussackerl? Also in Nikolaussackerl gehören Mandarinen und Nüsse, Apfel und Spielzeug. Und Süßigkeiten und sonst weiß ich nichts mehr. Ein bisschen Nüsse, ein paar Äpfel und Schokolade. Nüsse, Orangen, Süßigkeiten und Schoko ein bisschen und Gummibärle. Wie immer kommt der Nikolaus in Mattighofen ganz ohne Krampusse. So, wie findest du das, dass der Nikolaus heute ohne Krampus kommt? Oder warst du lieber, dass Krampus dabei waren? Ich habe keine Angst vor den Krampus, aber ich finde es auch klasse, wenn der Nikolaus ohne Krampus kommt. Mit Krampus. Warum? Weil es so gruselig ausschaut und die gefallen mir dann. Also ich würde sagen mit Krampus, weil er bei uns dazugehört. Er braucht nicht grob sein, er braucht nicht am Schrecken, aber er gehört zum Nikolaus dazu. Dann, nach langem Warten, war er endlich da. Begleitet von einem kleinen Engel zauberte der Nikolaus ein Strahlen in die Gesichter aller Kinder. Es ist ein ganz schönes Gefühl für mich, wenn ich die strahlenden Kinderaugen sehe, jedes Jahr, wenn ich als Nikolaus komme. Das ist für mich jedes Jahr ein neues Erlebnis und ganz, ganz schön. Mit einer heißen Tasse Glühwein ließ man in Mattighofen das erste Adventwochenende noch gemütlich ausklingen und man freut sich jetzt schon auf ein genauso besinnliches Weihnachtsfest. Kommen Sie zum Autohaus Hütter und sichern Sie sich vor Weihnachten noch schnell den 2.500 € Austria-Bonus. Gültig bis 18. Dezember auf alle ausgewählte BMW-Neuwagen und Vorführer. Auf zur Lehrlingsmesse nach Ried hieß es kürzlich wieder. Bereits zum 15. Mal veranstaltete die Wirtschaftskammer Ried die beliebte Messe, die Lehrlingen die Chance bietet, mit vielen Firmen ganz unverbindlich in Kontakt zu treten und sich zu informieren. Für die jungen Menschen sehr wichtig, denn für manche formen sich über diese Plattform bereits die Wurzeln ihrer Zukunft. Wow.
Jedes Jahr eine coole Sache, die Lehrlingsmesse in Ried. Für angehende Lehrlinge, deren Eltern und nicht zuletzt für zahlreiche Unternehmen, die jährlich Ausbildungsplätze anbieten. An die 40 Firmen aus dem Bezirk Ried informierten über Lehrstellen, Ausbildungsdauer, Ausbildungskonzept und so weiter. Es ist natürlich wichtig, dass man sich auch präsentiert, beziehungsweise dass man sich den jungen Leuten, die man also als Lehrlinge gewinnen will, präsentiert. Und da ist natürlich die Lehrlingsmesse ein optimales Medium dafür. Genau, denn was für Firmen früher einmal selbstverständlich war, dafür muss jetzt Einsatz gezeigt werden. Grundsätzlich wird es natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung, die uns alle betrifft, nicht wirklich einfacher, Lehrlinge zu finden. Das heißt, also die Anzahl der jungen Leute geht natürlich zurück. Und gerade jetzt mal für kleine Betriebe ist es einfach generell schwieriger, da mitzuhalten mit den Großen. Nicht nur die unter anderem demografische Entwicklung lässt die Zahlen der Lehrlinge sinken, sondern auch das oftmals nicht so gute Image der Lehre. Sehr oft wird eben die Schule als der einzig wahre Weg in den Beruf dargestellt. Und das, glaube ich, ist nicht so nicht richtig. Das hat für viele eine Berechtigung, aber für viele oder für manche andere wäre auch die Lehre ein Weg, den man durchaus beschreiten könnte. Die Demografie zeigt uns, dass natürlich junge Menschen, die in die Ausbildung streben, weniger werden. Und jetzt ist es die Herausforderung für die Unternehmer, die Ausbildungsplätze, die sie zur Verfügung stellen, so interessant zu präsentieren, dass einfach junge Menschen kommen und sich das zumindest anschauen und ausprobieren. Also wir stellen jetzt einen Lehrling ein, das ist schon die letzten 50 Jahre, haben derzeit eigentlich kein Problem, dass wir gute, geschickte, fleißige Lehrlinge kriegen. Wir sind halt da, weil wir sie als Firma präsentieren wollen und weil wir auch in Zukunft geschickte, gute Lehrlinge haben wollen. Aber wir klopfen auf Holz und wir haben die letzten Jahre immer sehr gute, geschickte Lehrlinge. Ja, es ist schwieriger geworden, dass wir Lehrlinge bekommen, aber wir bekommen doch, sage ich mal, immer wieder gute und sehr qualifizierte Lehrlinge. Wir tun auch sehr viel dafür. Wir gehen in die Schulen, wir stellen auf der Messe auf, wir haben den Lehrlingsprospekt. Das Wichtigste für die jungen Leute ist sicher die Information. Die jungen Leute sollen sich informieren, was für Lehrberufe es gibt und dann mit den Firmen in Kontakt treten, um die beste Lehrstelle für sich selber zu finden. Weil man hat nichts davon, wenn man nach 2 Jahren draufkommt, das war es doch nicht und man sattelt dann vielleicht um oder vielleicht auch nach 3 Jahren und man hat einen falschen Beruf gelernt und dann möchte man doch ganz was anderes machen. Dann fängt man wieder von vorne an. Und so soll es auch sein. Um diesem Problem vorzubeugen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in Betrieben zu schnuppern. Wichtig ist, sich gut informieren und die Sache angehen. Die Lehrlingsmesse kann dafür ein wichtiger Meilenstein sein. Der Kabarettist Ingo Vogel beschäftigt sich in seinen Programmen damit, was es einen kosten kann, wenn man es im Leben gar zu wild angeht, nämlich dasselbige. Umrahmt wird der Auftritt von der Rieder Inklusionsband Together, mit der Vogel das neue Programm ein bisschen aufeinander schauen auf die Beine gestellt hat. Unter dem Motto Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen wurde die gemeinsame CD in Ried präsentiert. Die psychische Erkrankung ebenso eine wesentliche Rolle für uns als Menschen spielt wie die körperliche Erkrankung, werden wir an dem Tag begriffen haben, wo einer zum Stammtisch kommt und sagt, Burschen, ich habe eine brutale Depression hinter mir. Die neue CD ist aus einer freundschaftlichen Beziehung zwischen dem Ingo Vogel und dem Gerald Enstrasser entstanden. Der Gerald hat erkannt, dass der Ingo sehr anspruchsvolle, sehr gute Texte macht. Sie sind anspruchsvoll, aber sie sind ungeheuer tief und tiefgründig. Da bin ich weiter ins Gymnasium gegangen. Oberstufe, Borg, also nicht richtig Gymnasium, Borg, dort war ich dann sehr lang. Also da war ich geplant war gewesen, 4 Jahre, ich war 6,5 Jahre dort. Der Inga hat mir mal grundsätzlich den Text reingesprochen und ich habe dann im Nachhinein die Musik komponiert und die Anweisung gegeben, wer was wann zu spielen hat. Und dann war die große Aufgabe natürlich, tontechnisch das Ganze zu säubern und in die richtige Form zu bringen. Und wie ist die Notrufnummer, die Rettungskette bei psychischer Erkrankung? Mein Thema ist die Gesundheit.
Ich komme aus der sozialen Arbeit, fahre seit 20 Jahren Rettungsdienst. Das sind alles Bereiche, wo man mit Gesundheit zu tun hat. Und da setze ich mich einerseits natürlich mit der physischen Gesundheit auseinander, auf der anderen Seite liegt mir aber auch die psychische Gesundheit doch sehr am Herzen. Männer gehen grundsätzlich erst dann zum Arzt, wenn einer der Darmkrebs bei den Ohren auswächst. Und dann gehen sie zum Ohrenarzt und sagen, ich höre schlecht. Die neue CD sollte eigentlich unser bestes Produkt werden. Jetzt sind wir schon mittlerweile 16 Jahre zusammen, also die Band Together gibt es 16 Jahre. Und ich bin ganz stolz, gerade die Wirtschaft mit einbeziehen zu dürfen, weil es geht immer um diese Idee der Integration, die verbreitet gehört. Das heißt, unser Weg von Together ist es immer, für die Integration zu kämpfen, und Dr. Jageder ebnet uns eben den Weg, nämlich dass diese CD als Weihnachtsgeschenk über den Laden sozusagen geht. Die Firma Hamra unterstützt ja das Projekt Together schon seit vielen Jahren sehr gerne, wobei es genauso wie es den Herren Enstrasser und Jungwirth so geht, dass es uns nicht nur um die finanzielle Unterstützung geht, sondern insbesondere um die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung. Nachdem das mit einer sehr hohen Qualität auch passiert, freut es uns auch, das Endprodukt dann, nämlich die neue CD, dann mit November bzw. Dezember präsentieren zu dürfen. Wir sind schon wirklich alle sehr gespannt. Unverhofft kommt oft, so auch ein Flashmob. Da staunten die Besucher in der Weberzeile Ried nämlich nicht schlecht, als plötzlich laute Musik aus den Lautsprechern ertönte und an die 90 Kinder gleichzeitig zu tanzen begannen. Immer wieder toll, so etwas erleben zu dürfen. Falls Sie nicht dabei waren, hier die Eindrücke. Unter der Leitung von Heike Kreuzer wurde ein sogenannter Flashmob von Schülerinnen und Schülern der Musikschule Ried aufgeführt. Einmal die Menschen mit ihren Tanzkünsten im wahrsten Sinne des Wortes so richtig zu flashen. Die Idee dazu kam von den Schülern selbst. Wir haben einfach die Idee gehabt und dann sind wir wieder Heike gegangen und dann haben wir es verwirklicht. Okay, und warum gerade die Weberzeit? Ja, weil es so gut bloß ist, weil da viele Leute haben und das taugt uns. Noch ein kurzer Moment der Konzentration und dann ging's auch schon los. Bang, bang. Applaus, Komplimente und Aufmerksamkeit erntete das gesamte Tanzteam vom Publikum. Die Erleichterung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Es war richtig klasse. Es war richtig super. Es war die volle Energie da. Es waren voll viele Leute da, die zugeschaut haben. Ich bin richtig stolz auf meine Mädels. Und die zwei Burschen. Entschuldigung, es sind ja zwei Burschen dabei. Eine rundum gelungene Sache. Vielleicht werden Sie beim nächsten Besuch in der Weberzeile auch Zeuge eines spontanen Auftrittes. Wer weiß. Bang, bang. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Miss Austria Annika Grill am Weg zur Miss World. Let's Party. Mode mit Glam-Faktor für Ball und Fest. Und Geschenkeguide für Weihnachten. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Sehr geehrte Zuseher von HT1, die Sparkasse Ried Haag ist die älteste Bank mit Sitz im Innviertel. In unseren Filialen im Inn- und Hausrückviertel betreuen wir 21.000 Kunden. Und das Erfreuliche daran, es sind im letzten Jahr wieder sehr viele neue Kunden dazugekommen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, ein zuverlässiger und kompetenter Partner für Sie zu sein. In diesem Sinne bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr
und wünsche Ihnen für das bevorstehende Weihnachtsfest schöne, besinnliche Stunden und alles Gute, viel Erfolg im neuen Jahr. Hallo, ich bin die Lilly. Scott, mein Name ist Karl Josef. Wir, das Familienteam der Firma Möbelmeier aus Scherding, Ried und Christkirchen, wünschen Ihnen eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Glück und Gesundheit. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, im Namen der Firma Grünberger möchte ich mich bei unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern für dieses Jahr bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine frohe Weihnachtszeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2016. Ich bedanke mich vorerst für das große Vertrauen bei der Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Jahr 2015. Ich wünsche allen Altheimerinnen und auch allen Innviertlerinnen und Innviertlern ein frohes, ein gesegnetes, glückliches Weihnachtsfest. Alles Gute, vor allem Gesundheit, Erfolg, Glück und Segen für das Jahr 2016 und freue mich auf viele schöne Begegnungen und Zusammenkünfte. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich, Fritz Bischof, im Namen der Firma Bischof Steinmetzmeister aus Münzkirchen, möchte ich mich bei meinen Kundschaften bedanken und natürlich auch bei meinen Mitarbeitern und wünsche Ihnen und den jeweiligen Familien dazu ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Wir wünschen allen Zuseherinnen und Zusehern von HT1 ein besinnliches Weihnachtsfest und mögen im Jahr 2016 alle persönlichen Wünsche in Erfüllung gehen. Und dann uns freuen, wenn wir im Bereich Holzbau, Wintergartenbau und Sanieren Ihnen wieder zur Verfügung stehen können. Und danke fürs Vertrauen in dem Jahr. Wünscht für den Holzbau. Liebe Zuseherinnen und Zuseher von HT1, mein Name ist Gerald Schauer-Weiß und ich bin in der Duo Holding GmbH für den Vertrieb zuständig. Ich darf mich an dieser Stelle bei allen unseren Kunden, Lieferanten und auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das abgelaufene Jahr bedanken. Herzlichen Dank für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Ich darf Ihnen im Namen vom Team der Duo Holding eine gesegnete Weihnachtszeit wünschen, viel Erfolg und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2016. Dieser Beitrag wird Ihnen gewidmet von Vino. Vinothek, Feinkost, Geschenke und Kurse in Scherding. Sobald es etwas kälter wird, das Chili draußen so richtig gut schmeckt und der Punsch dem Ganzen die ganz besondere Note verleiht, ist es soweit. Dann wird geweihnachtelt vom Vino in Scherding. Wir machen das Weihnachten jetzt seit 5 Jahren und ich tue es eigentlich jetzt mal für einen guten Zweck dann spenden. Heuer ist der Sozialmarkt in Scherding. Die sind eigentlich auch ein bisschen auf mich zugekommen, weil sie haben nichts mehr. Also die Lager sind leer und jetzt rückt Weihnachten zu, aber im Sozialmarkt dürfen wirklich nur Leute einkaufen, die bedürftig sind. Die kommen mit einem Ausweis und es wird wirklich kontrolliert. Und ich denke einfach, wenn jeder eine Kleinigkeit macht, dann geht es jedem gut und es schadet nicht. Im Mittelpunkt dieser Spendenaktion stand die Verlosung eines Kunstwerkes von Alois Riedl. Ein Los konnte man um 5 Euro erwerben und die Summe davon wurde erweitert durch die Einnahmen von Punsch und veganem Chili. Freude seitens des Sozialmarktes, denn Spenden kann man an diesem Ort immer gut gebrauchen. Das heißt für uns, dass wir Geld bekommen bzw. Gutscheine bekommen, mit denen wir unseren Markt betreiben können. Weil wir dürfen wir kein Geld nicht nehmen, wir arbeiten nur mit Gutscheinen. Ne? Die Leute kommen zu uns und geben uns Gutscheine von den Märkten, sprich Hofer, sprich Eurospar, Billa etc. Und mit diesen Gutscheinen gehen wir wieder einkaufen und kaufen Mehl, Zucker, Öl, Reis.
Preis, einfach diese diversen Sachen. Und dass auch kulinarisch und getränketechnisch viel umgesetzt wurde, dafür sorgte der Kiwanis Club Scherding und ließ es sich dabei selbst natürlich auch gut gehen. Ich gehe davon aus, also in erster Linie muss ich einmal arbeiten, das heißt, ich muss mich mit meinem Eigenkonsum so weit zurückhalten, dass ich noch ordentlich ausschenken kann. Aber bis wann hast du das vorgenommen? Naja, das werden wir sehen. Ich glaube, die Veranstaltung offiziell dauert bis 22 Uhr. Also das heißt, ich werde schon schauen, dass ich dort bis zu dem Zeitpunkt meine Arbeit ordentlich verrichten kann, aber nebenbei natürlich auch immer wieder zumindest einmal in erster Linie versuchen, die Leute zu animieren, dass sie auch mal ein Achtel trinken für einen guten Zweck und das eine oder andere auch selber mittrinken natürlich. Ja, ich möchte mich bei der Frau Hagassen bedanken, dass sie das so toll gemacht hat und dass wir heuer die Spende komplett am Sommermarkt ist heuer komplett kriegt. Es ist, was sie mir gesagt hat, es kommt eine ganz schöne Summe zusammen, mit dem wir sehr lange arbeiten können. Also herzlichen Dank an die Frau Hagassner. Genau, eine ganz schöne Summe, nämlich 2500 Euro. Wir wünschen ein langes Auskommen, alles Liebe und einen wunderschönen Advent. Manche Momente. Verpassen. Moments, das Magazin für die schönsten Augenblicke. Neu, jetzt im Zeitschriftenhandel. Im Durchschnitt gibt jeder Österreicher 200 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Dabei müssen es nicht immer die klassischen Packerl sein. Immer öfter gewünscht, gesunde Geschenke. Wenn dabei dann noch das gewisse Extra dabei ist, dann macht Schenken und beschenkt werden doppelt Spaß. Wir haben jetzt drei Tipps für ganz unterschiedliche Geschenkstypen. Das Rundum-Paket für den Sportler. Für einen Sportler eignet sich wunderbar Basenbäder, Basendusche zum Entsäuern nach dem Sport, dann Proteinshakes auf pflanzlicher Basis mit Hanf und Maca, natürlich gesunde Riegeln und eine Einreibung zum Muskelentspannen. Entspannung, gerade nach der oft hektischen Adventszeit, eine echte Wohltat. Das Entspannungsset für Gestresste. Wellness für zu Hause eignet sich wunderbar als Geschenk, ein gutes Ölbad mit ätherischen Ölen, die beruhigend und entspannend wirken, eine gute Bodylotion, Handcremen und natürlich ein kleines Kerzerl zum Entspannen in der Badewanne. Die Energiereserven kann man auch mit gesunder Ernährung wieder auffüllen. Ein köstliches Potpourri mit Mehrwert. Die gesunde Küche liegt ja voll im Trend. Es eignet sich wunderbar als Geschenk hochwertiges Öl, also ein Bioöl, vielleicht ein bisschen was Exotischeres, ein Macadamia-Nussöl, ein Mohnöl. Dazu einen guten Essig, Salatkräuter, ein Kräutersalz, gute Nudeln dazu. Das eignet sich wunderbar für ein tolles Gourmet-Geschenk. Ganz egal, für welchen Typ Sie auf der Suche nach einem gesunden Geschenk mit dem gewissen Extra sind. Die Experten in der Drogerie Ihres Vertrauens haben für jeden Geschmack den passenden Tipp für Sie. Diesen Fachhandelstipp widmeten Ihnen die oberösterreichischen Drogerien und Parfümerien. Damit sind wir wieder am Ende der HT1 News für das Innviertel gelandet. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Dabeisein. Genießen Sie Kekse, Punsch und Bratwürstel und sparen Sie nicht mit netten Worten, Herzenswärme und einem Lächeln gegenüber Freunden, Familie und auch Menschen, die Sie gar nicht kennen. Das tut gut und man kommt mehr zurück, als man gibt. Sie werden sehen.